Hallo Lieben, ist Christian Schemeier, Therapeut, Beziehungscoach in vielen Plätzen Deutschlands, wo die Skipisten immer noch nicht aufmachen. Ich dreh durch. Aber gut, kommen wir mal zu den wichtigen Dingen des Lebens. Ich wollte mal ein Video machen über die Sabotage einer Beziehungs- oder Dating-Situation, weil hab das jetzt mal woanders gesehen nochmal und das, ich dachte, da muss man einfach mal ein Video drüber machen. Das ist einfach, ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich vielen nochmal weiterhilft, was eigentlich los war in ihrer Beziehung so, ne? Wenn ich das hochlade, ist glaube ich wahrscheinlich Sonntag oder so, also bis Montag gibt es letztmalig den 25% Rabatt auf liebeschipp.de für alle meine Kurse, Licht 25, auch Coachings und deckt euch noch ein, kann ich euch nur raten. So, Sabotage einer Dating-Situation, was ist das? Also es gibt viele Minuspole, also Minuspole, das ist ja, wenn du was, guck mal, wenn das du nicht kennst in meiner Arbeit, Minuspole, Pluspole, ich finde das immer schöner als andere gängige Begriffe, die vielleicht auch nicht so richtig stimmen. Also ja, Pluspol ist halt der immer ein bisschen hinterherläuft, Minuspol ist immer der ein bisschen wegläuft und so weiter. Und viele Minuspole, auch manche Pluspole, haben ein Riesenthema mit Sabotage einer Beziehung. Vor allen Dingen die Minuspole, die so, vielleicht keine reinen Minuspole sind, sondern so einen vielleicht desorganisierten Bindungsstil haben oder so einen Komm-her-geh-weg-Bindungsstil haben, so heiß-kalt-mäßig drauf sind, die haben, glaube ich, oft, natürlich nicht alle, so ein Sabotagethema, dass eine Beziehung komplett, oder sagen, bleiben wir mal, eine Dating-Situation komplett sabotiert wird. So, also das, also es geht los irgendwie, du hast vielleicht ein paar coole Dates, es läuft alles super, du bist total verknallt und herrlich und schön. Und dann fängt dein Gegenüber plötzlich irgendwas zu machen, was dir total auf den Geist geht, wo du denkst, was soll das denn jetzt, ne? Also, keine Ahnung, macht irgendwie eine pieksige Bemerkung, meinetwegen, oder so, ne? Und, macht eine pieksige Bemerkung und du sagst, ja, vielleicht sagst du das erste Mal nichts, das zweite Mal sagst du, ach Mensch, lass doch diese pieksigen Bemerkungen und denkst dir vielleicht, ja, ist ja jetzt nicht so ein Ding und kann man ja mal sagen, und stellst dann fest, dass das aber überhaupt nicht aufhört. Es geht immer weiter, es wird immer weiter gepiekst oder vielleicht auch ne, geht es auch ein paar Monate gut und dann fängt plötzlich irgendein Nervkram an, keine Ahnung, weiß ich nicht, du wirst, was gibt es für Beispiele noch, habe ich vor allem bestimmt eine Menge ein, bist du zu Date zu spät gekommen oder es gibt endlos Diskussionen oder es wird nicht zurückgerufen oder es werden also ganz einfache Sachen nicht eingehalten, die man abgemacht hatte, irgendwelche Zeiten oder man lässt sich nicht schlafen oder ich habe keine Ahnung. Du denkst dann, was soll das? Ne, was soll das? Das ist doch jetzt irgendwie eine Kleinigkeit. Wieso wird da jetzt immer weiter drauf rumgehackt? Und es geht dann eine Zeit lang gut, bis du irgendwann nicht ernstlich genervt bist und du denkst, warum? Was soll das? Also was bringt das dem anderen? Und man denkt, glaube ich, häufig, dass das vielleicht dann so jemand ist, der so einen sadistischen Spaß dran hat. Da kommen wir gleich nochmal zu. Ich glaube, das ist tatsächlich häufig Sabotage, ist, dass jemand einfach, sobald es irgendwie schöner wird oder in ruhige Gewässer kommen könnte, eine Beziehung, diese komplett sabotiert wird. Warum macht man das? Weil man natürlich selber traumatisiert ist oder ein Riesenthema hat mit Beziehungen oder Mauern hat. Und in dem Moment, wo man zulassen würde, dass eine Beziehung so richtig schön wird, müsste man sich, das ist halt in der Psyche so, müsste man sich diese Wunden angucken von der Zeit, wo es eben nicht so war. Das kommt dann nämlich automatisch mit hoch so. Oder, was ich glaube ich noch viel häufiger ist, dass man, es kommt so ein Ding hoch, dass man so einen Glaubenssatz hat, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Gibt es einen Minuspol ja auch ganz häufig. Ich bin es nicht wert, geliebt zu werden und deswegen muss ich sozusagen diesem Glaubenssatz gehorchen und muss die Beziehung jetzt zerstören hier.
also hört sich jetzt völlig irrsinnig an, aber so funktionieren diese Glaubenssätze so, ne? Und ja, da kommen wir wieder zum Thema, hat da jemand vielleicht einen Spaß dran? Das ist ja manchmal so, wenn man im Schmerzkörper ist, wenn man Schmerzkörper ist, dann macht man halt Dinge, die anderen wehtun. Und Schmerzkörper fühlt sich halt häufig nicht nach Schmerz an, sondern eher so nach wie so Droge, ne? Es fühlt sich so an, genau, wenn man, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr so zu Recht wütend auf jemand seid und so, jetzt mache ich dich fertig und jetzt schlage ich zurück. Das ist auch alles Schmerzkörper oder wie auch immer man das nennt. Eckhart Tolle nennt das Schmerzkörper oder könnte auch sagen, niedrige 3D-Schwingungen von Täter-Opfer-Dynamiken könnte man auch sagen. Ist egal, wie man es nennt. Aber ja, das fühlt sich auf so eine komische Art elektrisierend an. Ist aber trotzdem Schmerzkörper, also es kann durchaus sein, dass man das in dem Moment irgendwie so ein kranker Genuss dran ist, aber ich glaube nicht, dass es letztlich ein Genuss ist, sondern es ist letztlich Schmerzkörper so. So, und jetzt denkst du vielleicht, wenn du das hörst, ja, da könnte man ja die andere Person, könnte man ja herrlich retten damit so, ne? Aber gehen wir das mal durch. Ich mach mal so ein nehmen wir mal das Beispiel, so, man geht zusammen Eis essen und die Person, man kauft sich ein Eis oder du kaufst deinem Partner ein Eis und der sagt dann so, ja, sorry, ich kann nur Fruchtspeisesorten essen, so Stracciatella, geht gar nicht und wie kannst du nur, sagst mir nur Banane, Orange, was weiß ich, was es da noch gibt, kaufen, alles andere kann ich nicht essen und wie kannst du nur und ja, man ist dann vielleicht irritiert und denkt, ja, der arme Kerl und ja, was hat er denn da für Themen und ja, anstatt dann zu sagen, wieso machst du mich jetzt so an dafür, ist jetzt nur eine Metapher, ne? Ich weiß, es ist weit hergeholt, aber manchmal ist es ja leichter zu verstehen, dann sagt man sich dann, gut, passe ich mich jetzt eben an, kriege dann nächstes Mal kriegt er eben so ein Fruchteis, ne? Kaufst du eben einen herrlichen Fruchteisbecher mit lecker Banane und Erdbeer und Zitrone und dann kriegst du aber genau den gleichen Scheiß. Da wird gesagt, nee, die Fruchtsorten mag ich aber nicht. Das ist, spinnst du? Wie kannst du mir die Fruchtsorten bringen? Irgendwie, ich mag nur Heidelbeer. So, dann passt du dich noch weiter an und also es geht dann quasi immer so weiter. Du kannst diese Person nicht retten, wenn dieser Glaubenssatz in der Person nicht verändert wird, so, ne, weil sozusagen je mehr du dich anpasst, versuchst du ja weiter, diese Person zu lieben und es ihr recht zu machen, nur weil sie es ja aufgrund dieser Glaubenssätze und dieser ganzen Themen gar nicht aushalten kann, geliebt zu werden, darf es ja auch nicht gut werden, deswegen ist es egal, was du machst, wird die Beziehung weiter sabotiert. Ich würde sogar sagen, je mehr du unter Umständen reingibst, deswegen ist auch vielleicht nochmal so ein anderer Blick auf dieses Retterding, je mehr du versuchst zu retten, umso mehr wird unter Umständen der andere, geht er in die Sabotage rein, weil das das immer schlimmer macht oder es dann immer schlechter aushalten kann. Wieso liebt die mich? Jetzt habe ich doch schon so viel sabotiert. Wieso werde ich jetzt dafür auch noch geliebt, dass da schon so viel sabotiert wurde? Ich habe doch schon so viel sabotiert und jetzt werde ich dafür auch noch geliebt. Das ist ja noch schlimmer und ja, bis die Beziehung kaputt ist. So, und dann wird unter Umständen ja, dann geht das natürlich weg und dann kommt man wieder an und sagt, ach, es tut mir alles ganz schrecklich leid und da geht natürlich die nächste toxische Runde los. So. Deswegen ist es manchmal wirklich das Liebevollste, also Selbstliebevollste sowieso, aber es ist, glaube ich, manchmal das Liebevollste, wirklich einfach zu sagen, es funktioniert hier nicht, wir sind nicht kompatibel, ja, ich habe Mitgefühl mit dir, aber so geht's nicht, dann haben wir eben keine Beziehung und weil das lässt vielleicht dein Gegenüber wirklich dann irgendwann mal aufwachen, dass er merkt, oh, ich muss mal dieses Sabotage-Thema angehen, wenn du das immer wieder versuchst auszubügeln oder auch selber sauer und ärgerlich wirst, dann wird dein Gegenüber mal sagen, ja, ich würde ja gerne, also das Thema, bleib mal wieder beim Eis, du kaufst dann den Becher mit wieder falschen Eissorten und ist wieder nicht richtig und du flippst dann aus, weil du denkst, hey, dir kann man es echt nicht recht machen, das kann doch nicht wahr sein, wieso ist es immer wieder das Eis falsch? Dann wird der andere eben nicht auch bei sich gucken, ob er die Beziehung vielleicht sabotiert, sondern wird sagen, ja, du rastest ja schon wieder so aus und wie kannst du nur? Und ja, bringst du den auch nicht weiter mit, deswegen kommt man wieder dahin, ist es manchmal einfach das Beste zu gehen.
So, ne? Und dann kann derjenige sich ja dieses Sabotageding angucken oder kann es lassen. Aber es hat ja nichts mehr mit dir zu tun. Vor allen Dingen, ja, kannst du, dann haben wir ja in ungefähr 537 Videos thematisiert, kannst du dir diese Selbstliebe weiter angucken, warum du das machst und so weiter. Aber schaut euch wirklich mal an, ob ihr vielleicht ein Date habt, was konsequent Beziehungen sabotiert. Das ist halt die andere Variante zu dem unerreichbaren Verführer, der immer geht und kommt und geht und kommt, heiß-kalt spielt. Gibt es eben Leute, die, ja gut, das geht so ein bisschen aneinander über, aber es gibt eben Leute, die eher immer gehen und wiederkommen. Es gibt Leute, die einfach eine Beziehung zugrunde rocken, bis sie komplett im Arsch und kaputt sabotiert ist. Und dann gehen sie und sagen, ja, was soll ich denn jetzt noch machen? Ist ja die Beziehung ist ja kaputt, und gucken aber überhaupt nicht bei sich selber. Ja, es kann einen wahnsinnig machen, nur ist nicht dein Prozess, ne? Das ist der Prozess von dem anderen. Und aber das hat dann auf eine Art nichts mit dir zu tun, ne? Das, so. Also das ist aber wiederum, sage ich jetzt auch zum hundertsten Mal, viel leichter zu sehen, wenn man die eigene Spielfläche sauber hält, weil dann muss man sich nicht so ablenken lassen mit, du hast aber auch und du bist ja auch und du bist ja auch so. Das wird dann viel leichter. Aber ja, vielleicht wird das so deutlich, warum manchmal dieses Retten so schwierig ist, weil das macht das Ganze eigentlich auf eine schräge Art noch schlimmer sozusagen. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen, aber jetzt wahrscheinlich so ein bisschen weniger. Ich habe jetzt relativ viel hochgeladen gerade. Jetzt muss ich es mal wieder ans Buch.